So, liebe Freunde, da bin ich jetzt also wieder. Jetzt bin ich in Schmericke. Ich möchte euch erinnern, ich tue extra auf dem ersten YouTube-Kanal Stricker TV das veröffentlichen, weil ja da das auch sein Ende gefunden hat mit meinem Livestreaming. So ziemlich. Ich habe fast keine Videos mehr online beim Stricker TV 1. Jetzt mache ich es trotzdem wieder, weil ich habe eine Vorladung. Ich will es nicht im Detail sagen. Ich will keinen Namen nennen, weil der Polizist, den ich jetzt vorgeladen bin, ist bis jetzt extrem freundlich gewesen. Ja, aber der Grund ist, Strafverfahren gegen Daniel Stricker aufgrund einer Widerhandlung gegen das Straßenverkehrsgesetz, einer Widerhandlung gegen das Straßengesetz sowie einer Widerhandlung gegen die Covid-19-Verordnung besondere Lage, begangen am 24.04. in Rapperswil-Jona. Also, ich bin wirklich verschrocken, dass ich gesehen habe, was soll ich da. Ihr habt gewusst, dass es einen Unterschied gibt zwischen Straßengesetz und Straßenverkehrsgesetz. Da lernt man etwas dazu. Ich weiss nur eins, ich habe zu jedem Zeitpunkt mich an die Verkehrsregeln gehalten. Das ist etwas, was ich heute deutlich sagen werde. Und ich habe gegen keine Covid-Verordnung verstoßen. Das werde ich heute auch so deutlich sagen. Wer will wissen, was da genau dahinter steckt, kann über das fünfte letzte Video schauen, wo ich im Auto sitze. Das sieht man im Thumbnail. Ja, genau. In dem Zusammenhang würde ich gerne sagen, abonniert euch bitte den ersten Kanal. Den hier. Den zweiten Kanal und den dritten Kanal. StrickTV 2 und StrickTV 3. Damit ihr wirklich nichts verpasst. Weil, ja, es ist immer möglich, dass ich auf einem anderen Kanal etwas zu senden. Ganz sicher alles bekommen tut man immer dann, wenn man auf Locals unterwegs ist. Das sind meine Initialen, d.st und Enter auf dem Computer. Und schon sind da auf meiner Local-Seite. D wie Daniel.st wie Stricker und Enter. So, jetzt gehen wir da rein und ist nie vergnügt mit der Polizei reden, wenn man als beschuldigte Person vorgeladen ist. Aber ich weiss, ich habe mir nichts und wirklich absolut nichts zu Schulden geholt. Im Gegenteil, ich denke, die Polizei hat widerrechtlich gehandelt, wo sie mich dort weggewiesen haben. Obwohl sie mir vorhin ausdrücklich die Erlaubnis gegeben haben, schriftlich vom stellvertretenden Kommunikationschef von der Kapo St. Gallen, dass ich dort wie jeder andere Journalist berichten darf. Allerdings war ich der einzige Journalist, der dort vom Platz verwiesen worden ist. Ohne Angabe von Gründen übrigens. Es hat nur geheissen, Anweisung von oben. Und da ist wahrscheinlich nicht der Herrgott gemeint. In dem Zusammenhang läuft übrigens eine Anfrage an die St. Galler Kantonsregierung. Da hat, glaube ich, ein SVP-Politiker wollen wissen, wieso dass sie mich weggewiesen haben, obwohl ich ein Maskenattest habe, oder? Und wieso ich dort überhaupt weggewiesen worden bin. Und auf die Stellungnahme von der St. Galler Regierung, ich glaube, die müssen Stellung beziehen, können wir noch gespannt sein. Ja, was für einen fadenscheinigen Grund denen in Sinn kommen wird. So, das war es gewesen. Und jetzt gehe ich hier rein. Ich melde mich für die Nacht nochmal. Bis dann.